Hallo, meine Lieben. Ich habe schon lange nichts mehr gemacht, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und es war auch so, dass jetzt die Wochenend starke Zahnschmerzen hatte. Und ich musste heute zum Zahnarzt, der hat mir den Zahn geholt. Den Zahn, was ich auch im Traum hatte. Also, das war mit dabei. Und ich denke nicht an Zufälle. Ich denke, dass der Herr alles gut schreibt und alles tut, um seinen Plan zu verwirklichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr, sehr bald nach Hause gehen und das nicht in Monate, sondern in Tage. Aber der Herr weiß es und da will ich mich nicht festlegen. Meine Lieben, bevor ich anfange, lasst uns beten. Himmlischer Vater, du weißt die Zeiten, denn es ist dein Plan, es ist deine Schöpfung, es ist dein Werk. Und Herr, wir wollen das auch loben und preisen und wir wollen das groß schätzen. Und Herr, aber in diesen Kämpfen, in denen wir haben heute, wissen wir, dass nur du allein kannst uns helfen. Hilf uns, niemand zu sein. Hilf uns, schwach zu sein. Hilf uns, zertrümmert zu sein, um dass dein Werk und deine Heiligkeit groß wird, dein Name groß wird in unserer Schwachheit. Lass den Christus walten in uns, so wie du es geplant hast. Vater, bitte, vergiss uns nicht, denn du hast es versprochen. Und ich weiß, du leugnest dich nicht. Vater, wir danken dir und wir loben dich dafür. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss noch was machen hier. Ja, so. Meine Lieben, ich möchte heute ein kurzes Video machen. Nicht lang. Ich möchte nächste Mal ein Video über Engel, Jesus und den Heiligen Geist machen. Wenn jemand nicht vor mir das macht, ja, das will ich tun. Und vielleicht mache ich das auch noch heute, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ist es wichtig zu sehen, in 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus in Vers 9, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Also derjenige, der in Christus ist, der hat diese Seligkeit. Und derjenige, der in Christus Jesus ist nicht bestimmt zum Zorn. Bist du in Christus? Das musst du heute prüfen. Das ist in deiner Hand, nicht in meiner. Und Paulus sagt, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Im Vers 10. Ob wachen oder schlafen. Auch die schlafenden Christen haben Anteil an diesem großen Reich, was Jesus Christus uns geschenkt hat. Darum tröstet euch untereinander. Und das ist auch mein Anliegen, uns einander zu trösten. Denn mit was kann ich dich trösten?
Soll ich dich trösten damit, dass Jesus dich liebt? Dass ich dich tröste, dass du Ängste hast, Verfolgung hast, dass du Trübsale hast, dass du Drangsale hast, dass du Kämpfe hast mit den Teufel und den Dämonen? Soll ich damit dich trösten? Nein. Ich möchte nicht dich damit trösten, sondern ich möchte dich trösten mit Römer 8. Mit Römer 8, wo Paulus sagt und in Epheserbrief auch, dass wir im Geiste schon in Christus sind. Und in Römer 8 sagt er, dass wir offenbart werden und die ganze Welt wartet eigentlich sehnsüchtig darauf. Das heißt, die Welt wartet darauf, dass wir in Christus offenbart werden mit dem Christus. Und das wird passieren, wenn der Christus wiederkommt, zweite Mal, offensichtlich für alle. Aber jetzt kommt er nur für uns. Und um sich zu sich zu holen. Und wer das glaubt, ist okay. Wenn das nicht glaubt, ist auch okay. Aber der Paulus sagt, darum tröstet euch untereinander. Und einer erbaue der anderen. Und wie erbaue ich, wenn ich keine Gespräche führe mit meinen Geschwistern? Wenn ich keinen Kontakt mit meinen Geschwistern habe? Wie soll ich jemand erbauen? Wie soll ich jemand wirklich ermutigen und sagen, hey, wie soll ich das machen? Wenn wir überhaupt keinen Kontakt miteinander haben. Und das ist eine Schande. Meine Lieben, lasst mich das so sagen. Eigentlich bräuchte man viele Themen gar nicht besprechen. Es gibt Themen aus der Bibel, die man überhaupt weder in Videos noch in Predigten erwähnt werden müssten. Zum Beispiel ist das Ordnung Gottes. Was muss ein Mann machen? Was ist ein Mann in Ordnung Gottes? Was ist eine Frau? Was muss eine Frau? Was soll eine Frau in Ordnung Gottes? Was soll ein Kind? Was muss ein Kind in Ordnung Gottes? Wie ist das in der Gemeinde? Wie ist das mit dem Ältesten? Wie ist das mit den Diakonen? Wie ist das miteinander? Diese Themen, es ist eine Schande, dass man die noch besprechen muss. Denn, ich muss ganz ehrlich sagen, die Bibel ist so leicht und eindeutig in diesem Bereich. Aber man sieht, wie Jesus das sagt schon in den Alten Testament, dass mein Volk geht unter in Mangel der Erkenntnis. Wir haben kein Erkenntnis heute. Wir wollen nur wissen, was der sagt, was der sagt, was der sagt. Und wir prüfen selber nicht mehr. Wir gehen diesen Weg nicht mehr nach, um zu sagen, was sagt das Wort Gottes? Und ich will nicht nur die eine Bibelstelle lesen, was der gelesen hat, sondern ich will das ganze Kapitel, ich will noch vorher und nachher lesen, dass ich verstehe die Gesamtheit des Wortes. Und am Mangel des Erkenntnis, deswegen ist auch der Abfall so groß. Meine Lieben, ich habe vorhin gesagt, ich möchte über Engel Jesus und Heiligen Geist reden. Es ist ein großes Problem für viele Christen, dass die in gewissen Heilzeiten gewissen Leute oder Boten benutzt werden. In dem Alten Testament, wo der Heilige Geist nicht da war, wo Jesus Christus
als Mensch nicht da war, da sind immer Engel gekommen. Wenn wir bei Abraham sehen, ja, der Herr mit seinen zwei Engeln, und dann die zwei Engel haben sie Lot mitgenommen. Da sehen wir bei Othniel, der Engel, da sehen wir bei Daniel, der Gabriel, und er spricht über Michael und so weiter und so fort. In dem Alten Testament werden Engel benutzt zum Dienst, Botschaften weiterzugeben. Ja? Botschaften weiterzugeben. Und es ist so, dass viele diesen Rang, die Rangbestimmungen nicht erkennen. Gott, 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 Engel. Gott, Vater, Gott, Jesus, Gott, Geist. Und auch wenn Jesus als Mensch da war, war er doch ein Gott. Für mich, für dich vielleicht nicht. Das ist egal. Ja, aber für mich war er aus Gott geboren, aus dem Geist geboren, durch die Frau. Und er war ein Gott und er hat immer gesagt, ich will der Willen des Vaters, was ich beim Vater gesehen habe, das mache ich. Und er hat immer darüber gesprochen, dass er und Vater eins sind und wer mich sieht, sieht auch den Vater. Wer an mich glaubt, glaubt auch den Vater. Also er trennt diese Sachen nicht. Und der Heilige Geist ist eine Person, die eigentlich hilft in das Vollendung dessen, was Gott will. Denn Gott wollte die Schöpfung machen, das schreibt in 1. Buch Mose, dass der Geist Gottes schwebte über das Wasser. Also es ist nicht, dass Jesus schwebte über das Wasser oder Gott schwebte über das Wasser, sondern der Geist schwebte über das Wasser. Und das sagt alles aus, dass Gott alles, was er tut, macht er durch seinen Geist. Deswegen ist es auch geschrieben, auch in Jesaja, Jeremia, dass der Geist Gottes ruhte auf den Herrn. Aber diese Unterschiede müssen wir wirklich ernst nehmen. Denn in dem Alten Testament war der Heilige Geist nur minütlich präsent, also es ist bei Simson zum Beispiel, der Heilige Geist kam über ihm, oder es ist manchmal geschrieben, der Heilige Geist kam über ihm, aber da ging er weg. Aber grundsätzlich, das Dienst waren immer Engel. Engel haben auch den Daniel die Botschaften gebracht und in der Offenbarung, in der 70. Jahrwoche, werden Engel wieder ihren Dienst aufnehmen. Die Engel werden die Evangelium predigen. Die Engel werden auch predigen, ihr sollt die Mahlzeichen nicht annehmen. Engel werden vieles machen. Ja? Aber es ist die Frage, braucht Jesus die Engel? Braucht Gott selbst die Engel? Genau das ist das Problem. Braucht wirklich Gott die Engel? Oder kann er das selber tun? In 1. Moses Buch ist geschrieben, und Gott sprach und es war. Es ist nicht so geschrieben, und Gott sprach und die Engel machten es. Und Gott sprach und die Engel machten es. Und Gott sprach und die Engel machten es. Nein. Gott sprach und es geschah. Und das ist die Macht des Geist Gottes. Das ist der Macht des Herrn Jesus Christus als Gott. Ja, er spricht und es wird. Wir sehen bei Jesus Christus zum Beispiel bei Lazarus. Lazarus kommt raus, 4 Tage tot, kein Problem. Überhaupt kein Problem und Lazarus kommt raus.
Also Jesus hat Macht über Tod. Jesus kann 10 Leprakranke, der kann einen Blinden sehen machen, der kann einen Tauben hören machen, der kann einer, der nicht gehen kann, einen Lahmen kann er gehend machen. Was wollen wir da noch dazu hinfügen? Da brauchen wir keinen Engel. Als Jesus auf die Welt kam, haben die Engel Botschaften gebracht. Der Maria und Josef. Ja, du wirst gebären und Josef nimmt sie an, das ist vom Heiligen Geist, und flieh nach Ägypten, das waren durch die Engel, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Und Jesus Christus, es war nicht seine Stunde gekommen. Jesus sagt immer wieder, meine Stunde zum Wirken ist nicht gekommen. Zum Handeln ist nicht gekommen. Ja? Und da waren Engel noch am Werk. Und da waren die Engel, die den Hirten sagen, hey, da ist Jesus geboren. Ja? Und aber in Morgenland, den Weisen, den werden nicht von Engeln, aber trotzdem, ich denke, das war ein Engelstern, der sie geführt hat bis nach Bethlehem, wo sie auch Jesus gefunden haben. Engel kommen noch einmal vor im Leben Jesus. Und zwar dann, als die Menschheit versagt. Die Menschen, die Jesus nahegestanden sind. Jesus sagt seinen Jüngern, betet mit mir. Bleibt bei mir. Seid meine Stützen. Seid diejenige, die mich tragen, die mich jetzt umarmen, die mich. Und was machen die? Die schlafen. Und da gibt es keinen Ausweg. Da muss ein Engel kommen, um diesen Jesus auch zu erbauen, zu ermutigen, zu kräftigen. Denn die Menschen haben versagt. Aber im Leben Jesus, wo er die 12 Aposteln zu sich ruft. Jesus war mit ihnen im Boot und da waren große Wellen und die Leute waren schon in Verzweiflung und sagen, Herr, Herr, wir gehen unter, also steh mal auf, mal komm, 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 hopp, 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 wir sterben hier. Und das auch nicht Jesus, na kommt, bald Engel her. Nein, Jesus steht auf und befiehlt er selbst. Er braucht keine Engel für das, was er tut. Zum Beispiel ist es auch so, als Lazarus gestorben ist es so, dass er will nach Judäa gehen. Und die Leute sagen, also die 12 Apostel sagen ihm, hey, du willst nach Judäa. Das ist doch verkehrt. Das ist doch nicht normal. Die wollten dich doch steinigen. Und jetzt gehst du wieder hin. Und Jesus sagt ihnen, solange es Tag ist, stößt du dich an keinen Stein. Und Jesus betet in der Johannes 17, sehr eindeutig. Er sagt, ich habe sie bewahrt. Nicht Engel, nicht irgendjemand, nicht Gott der Vater, sondern ich habe sie bewahrt. Nicht Gott der Vater, nicht Engel, nicht irgendjemand, sondern ich selbst. Und er sagt, solange ich da bin, ist es Tag. Und solange es Tag ist, stößt ihr eure Beine nicht am Steine. Ja, Jesus hat gesagt dem Pilatus, wenn ich möchte, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh.
Ja, in Matthäus 26, 43, 50 sagt er, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten? Jetzt hört mal zu. Bitte hört bitte zu. Ich könnte nicht meinen Vater bitten. Es ist die Möglichkeit da, dass ich bitten kann dafür. Ja? Und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken. Ja? Ich würde, aber ich brauchte es nicht. Ich brauche die Hilfe des Engels nicht. Ja? Ja, es ist ja, ich gucke mal noch gerade um ein Bibelvers. Ja, vielleicht finde ich es vielleicht nicht. Ja, ist egal. Also in jedem Fall, Jesus sagt, ich könnte fordern, dass Engel kommen und das ganze russische Welt, Ukraine und Deutschland platt macht. Auch Russland und auch Rom und auch alles platt macht in einer Sekunde. Da braucht er nicht keine Atombomben, da braucht er auch keine Dings. In einer paar Sekunden ist alles weg. Da ist nichts mehr auf der Erde. Und wenn wir überdenken, wenn Jesus seine Macht missbraucht hätte, hätte er gar nicht Engel gebraucht. Er hätte die ganze Welt zerstört durch einen einzigen Wort. Aber seine Worte waren, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt, Vater, zerstöre sie. Wenn er das gesagt hätte, wären wir heute nicht da. Wir hätten keine Videos gemacht. Wir hätten keine Mitteilung mehr gehabt. Wir wären gar nicht da. Jesus hätte nur seinen Machtwort gebraucht. Denk nur an diese einzige Gelegenheit, wo dieser Mann kommt, dieser, wie heißt der? Nicht Kaiser, sondern ein so, ja, kleiner Herrscher. Ihr wisst, was ich meine. Und er sagt, mein Diener ist krank. Und Jesus sagt, okay, lass uns gehen. Und dieser Diener sagt, nein, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Du bist heilig, du bist ewig, du bist groß. Ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Aber ich weiß eins, wenn du was sagst, ist genauso, wenn ich was sage meinem Diener, er soll das tun, dann tut er das. Und genau so, wenn du das sagst, wird es auch geschehen. Und als, wisst ihr, Auferstehungen geht nie durch Engelwelt. Auferstehung geht immer durch den Heiligen Geist. Lazarus wurde nicht auferstanden durch Engelwelt, sondern durch den Heiligen Geist. Genauso wie Jesus Christus. Genauso wie wir. Und auch Naomi und der Diener und alle, die gesehen wurden durch den Heiligen Geist. Das können Engel nicht tun. Das wird ihr keine Bestätigung in den Bibel hören oder sehen. Ja. Es ist so, wenn Jesus da war, dann haben wir den Engelwelt nicht gebraucht. Zum Beispiel, als Jesus von den Juden gesteinigt wollten, also sie wollten ihn steinigen, und was macht er? Er geht mitten ihnen durch und keiner schmeißt einen Stein. Jesus steht da mit der Hure und sagt nur, wer keine Sünde hat, soll schmeißen. Und keiner schmeißt. Es ist das Wort, das macht in seiner Wort. Da braucht man keine Engel.
Aber wenn er einen Engel befiehlt und sagt, geh zum Laszlo und hau ihm einer in die Fresse, dann ist der Laszlo zahnlos und unglücklich sein ganzes Leben. Dann macht der Engel das. Und wenn er sagt, geh und behüte Laszlo, dann macht er das sicherlich. Aber Jesus braucht es nicht, weil sein Wort, wenn er sagt, du sei behütet, dann braucht er keine Engel dazu. Er braucht keine Dienstleute dazu. Und das ist, was viele nicht verstehen und die Macht des Herrn erniedrigen. Wenn Jesus sagt, verdorre, dann verdorrt der Baum. Und wenn Jesus sagt, geh zum Leben, dann belebt er das Leben. Er braucht keine Engelwelt, um etwas zu tun. Ja. In 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt er hier, und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Das ist Geheimnis des Glaubens. Es ist offenbart in dem Fleisch, denn wir leben in dem Fleisch. Wir leben in dem Fleisch und das können wir nicht leugnen. Keiner von uns. Wenn jemand sagt, er lebt nicht im Fleisch, der ist der größte Lügner. Aber gerechtfertigt im Geist. Also der Geist gerechtfertigt uns. Und was viele nicht verstehen, Jesus ist gegangen, aber der Geist Gottes ist gekommen. Und was ist der Geist? Der Geist ist Gott. Der ist kein Engel, der ist kein Pityana, so Pitbull, so da, wo ich am Bein stehe und sage, fass, fass, jetzt mach das. Nein, der Geist Gottes ist Gott. Und ein Gott braucht keine Engel, braucht keine Dienstleistungen. Denn der Geist hat eigentlich das Odem des Lebens gegeben. Er hat die Schöpfung belebt. Und der Geist Gottes hat im Alten Testament so viele Sachen getan, die wir nachlesen können. Ja. Erschienen den Engeln, also nicht durch den Engeln sind erschienen, sondern erschienen den Engeln. Also die Engel haben das gesehen. Boah, wow, was geht da ab? Und Paulus sagt auch zum Beispiel, eine Frau bedecke ihr Kopf, nicht wegen ihrem Mann, sondern für die Engel, die zugucken, die zuschauen. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 16 weiter, gepredigt den Heiden, dieses alles predigen wir den Welt. Geglaubt in der Welt, also geglaubt nicht von der Welt, sondern in der Welt geglaubt. Also es sind in der Welt Leute, die das glauben, und das sind leider wenige. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Als Jesus da war, hat er gesagt, ich habe sie bewahrt. Und wer bewahrt uns jetzt? Der Geist Gottes selber, der in dir und in mir wohnt. Wir brauchen keine Engel. Na, wir brauchen hier keine Armee. Wenn der Geist Gottes ein Wort sagt, das ist im Radius von 10.000 Kilometern von uns alles platt, dann ist die Erde in Stücke gerissen. Dann bleibt von der Erde gar nichts, nur ich selbst. Denn der Geist Gottes ist Gott, wie Jesus Christus Gott ist, wie Gott der Vater Gott ist. Und die sind eins in einem. Darüber natürlich kann man streiten. Ich weiß, dass viele sagen, ja. Es ist heute traurig, wenn man sieht, dass viele zum Engel Gabriel und Michael und Cornelius und Damaskus oder was auch immer beten und Heilige Maria und was auch immer.
als würde ihnen nicht helfen. Denn in Christus, wer in Römer 8, es sagt sehr deutlich, Römer 8, wer mit Christus gestorben ist, der kennt kein Verdammnis. Und das andere ist, dass der Geist, den der Christus, und bitte hört zu, liest mal nach, der Geist, der Christus auferweckt hat, das ist der Geist, der Christus auferweckt. Und wisst ihr, was für eine Macht das ist, jemand aufzuwecken aus dem Tod? Der Geist, den Christus auferweckt, der wird euch auch erwecken. Braucht ihr mehr Heilsgewissheit? Glaubst du oder glaubst du nicht? Wenn du es nicht glaubst, lass es. Geh, pflanz deine Tomatensamen. Ich habe es auch gemacht, aber in Glauben auf Gott. Ich kann dir nicht helfen, aber du kannst dir, wenn du Gott fragst und betest dafür, kannst dir viel, viel, viel helfen. Ach, meine Lieben, das Leben ist nicht leicht. Es ist leider so, dass heute die Leute an Mangel an Erkenntnis leiden. Und das merkt man in ganz, ganz elementare Sachen. Wie koche ich ein Spiegelei? Und dann fragt man in Kommentaren, ja, wie soll ich dann ein Spiegelei kochen? Ja, und tust du Öl oder Rapsöl oder Linsenöl oder das? Ja, entschuldigt. Es ist die Tatsache. Heute haben die Leute nur das Bestreben, hier zu gucken, der Laszlo oder den oder jenen, und die merken nicht, dass sie an Mangel an Erkenntnis untergehen. Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, ob noch Videos kommen. Mein zweiter Zahn ist raus. Ob das Traum so in Erfüllung geht, weiß ich nicht. Also ich weiß, wo das dritte und vierte Traum war, waren die zwei Zähne raus und mein Vater ist vorher gegangen. Das ist der halbe Traum erfüllt. Mein Vater ist tatsächlich vor einem Jahr gegangen, April, am 3. April. Ob das jetzt in Erfüllung geht oder nicht, weiß ich nicht. Das ist Gott überlassen. Aber ich denke schon, dass es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Und dass ich jetzt auf einmal, jetzt in dieser Zeit, so starke Schmerzen, dass ich zum Zahnarzt gehen musste und es rausholen musste. Und wisst ihr, das Gewaltigste bei den zwei Zähnen war, dass im Traum der eine Zahn, der ist zerbröckelt. Als ich zum Zahnarzt ging, da musste er noch rausschaben. Als er heute meinen Zahn rausgeholt hat, wo ich im Traum im Ganzen rausgeholt habe, im Traum im Ganzen, also im Traum war es er ganz, da sagt der Zahnarzt, ja, das Zahn ist total raus, wir brauchen nichts mehr machen. Wieso soll das Zufall sein? Nee, ich glaube nicht. Und deswegen bin ich der feste Überzeugung, dass wir bald nach Hause gehen. Das will ich euch auf den Weg geben. Jeder macht damit, was er will und wie er will. Das ist mir egal, ob er mich Charismatiker oder Schriftsteller oder Katalysator oder was mich nennt. Das ist mir so von egal. Aber ich weiß, es gibt keine Zufälle in meinem Leben. Und ich weiß auch, dass Gott bescheißt mich nicht. Gott bescheißt mich nicht, denn er liebt mich. Ich bin sein Kind in Christus Jesus. Errettet, erlöst durch sein Blut, mit dem Pfand des Geistes über mich. Ich bin seins. Und was er damit tut, das ist eine Sache. Ich sage nicht, dass in den nächsten zwei, drei Tagen
Ich sage auch nicht in den nächsten eine Woche, aber ich sage, wir sind ganz nah. Ja, meine Lieben, seid fest umarmt und seid gesegnet. Das, was ich gesagt habe, habe ich von mir aus auch noch gesagt, dazu mit dem Zahn. Aber jeder macht, was er will damit. Meine Lieben, seid gesegnet, seid bewahrt und vergisst eure Geschwister nicht. Vergisst eure Geschwister nicht, die in der Not sind. Vergisst sie nicht. Da will ich keine Bibelverse noch bringen. Vergiss sie nicht. Aber jeder kann aus meiner Predigt machen, was er will. Aber er muss dafür auch gerade stehen. Ich stehe gerade für das, was ich sage. Und du stehst gerade für das, was du hörst. Und das, was du verstehen willst. Gott segne euch alle. Wölbe haben mich überfallen in einem Grablag. Ich und war verletzt. Priester sind vorbeigegangen und fragten nicht, wie es mir geht. Doch da kam ein Samariter. Er hat für mich alles getan. Er zahlte auch für meine Genesung. Ja, bis er wieder kam. So hat es unser Herr auch getan. Als wir verloren und einsam waren und zu sich nahm, ja, wir danken dir. Hast du noch die Chance? Mach ihn heute zu deinem Herrn. Ohne Gott, was bin ich? Du wie du, 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 reicher Mann ist verkauft für eine Ewigkeit. Ohne Christus bin ich du wie du, 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 fern von wahrem Weg und
von seiner Heiligkeit. Wenn du willst, errettet in Christus sein, musst du Wasser und Blut sein. Er ist die Wahrheit und der Weg, sei in ihn bereit. Wenn du willst, errettet in Christus zu sein, musst du Wasser und Blut sein. Er ist der Wahrheit und der Weg, sein bereit. Geht die Hoffnung nicht auf, du wie du wie du wie du wie du wie du wie du, denn er ist ewig in sein Wort und immer treu. Du hast heute Gewissheit, du wie 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 du. Ein Kind Gottes zu sein für eine Ewigkeit. Wenn du willst, errettet in Christus sein, musst du Wasser und Blut sein. Er ist die Wahrheit und der Weg, sei in ihm bereit. Wenn du willst, errettet in Christus sein, musst du Wasser und Blut sein. Er ist die Wahrheit und der Weg, sei ihm bereit. Sei bereit, denn Jesus Christus kommt bald. Er kommt sehr bald. Sei bereit.